Ja, ich finde das positiv, nachdem ich schon einige Kollegen, Kolleginnen habe, die jetzt Corona bekommen haben, obwohl sie sehr vorsichtig und sehr aufmerksam waren, finde ich es eigentlich nur begrüßenswert. Wien ist eine große Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, wir sind alle eng beieinander, also ich finde es positiv. Ich überlege jetzt auch schon bald meine 4. Impfung, bin auch dazwischen schon genesen, also habe alles erlebt, 3-mal Impfung genesen, also ich finde es positiv, ja. Soll der Rest von Österreich dieselben Maßnahmen ergreifen, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, da muss man schon differenzieren, weil wie gesagt, Wien hat einfach ganz andere Strukturen als die übrigen Bundesländer. Wir haben nirgends so eine große Dichte, also man muss das sich wirklich genau anschauen. Also ich glaube, dass Wien einen anderen Weg geht, das ist schon in Ordnung so, aber man muss das dann wirklich schauen, wie die Fallzahlen sind in jedem Bundesland. Also kann man nicht über das ganze Bundesgebiet scheren, glaube ich. Wie zufrieden sind Sie denn generell mit der Corona-Politik von Michael Ludwig? Eigentlich schon. Ich bin Wienerin und ich bin eigentlich schon zufrieden. Und ich habe das eigentlich immer positiv gefunden, dass er seinen eigenen Weg geht, sich von Experten, Expertinnen beraten lässt. Und das habe ich eigentlich schon positiv gefunden. Also ich habe das eigentlich immer alles auch mitgetragen. Ich bin überhaupt für das nicht zu haben. Ganz ehrlich, dass man den Spaß einmal abdrehen finde. Ich bin nicht geimpft und ich habe es bis heute nicht gehabt. Ja, ich passe auf, ich nehme das ernst, ich nehme auch Masken. Also in der U-Bahn sowieso, ich ärgere mich nur, weil die Leute jetzt keine Masken mehr tragen in der U-Bahn, weil in der U-Bahn ist wirklich nicht so ungefährlich, meiner Meinung nach. Ja. Aber in freien, da fange ich zum Lachen, auch in den freien U-Bahn-Stationen, finde ich das lächerlich. Ja. Keine Ahnung. Maßnahmen in Bezug auf Corona, ja, finde ich sehr gut. Leider habe ich heute, ich bin Psychotherapeutin und habe schon 2 Patienten gehabt, die wieder abgesagt haben, weil sie erkrankt sind, 2 junge Leute. Also ich bin sehr dafür, leider. Es ist hart, aber muss sein. Sind Sie für noch härtere Maßnahmen? Naja, ich weiß jetzt nicht genau, was die Regierung geplant hat. Aber Maskenfrage, finde ich, ist das Minimum, dass wir wieder anfangen müssen. Auch für den Rest von Österreich? Ja. Wir fahren jetzt überall wohin und treffen Leute und tragen das überall hin, die Ansteckung. Wäre schon sinnvoll. Allerletzte Frage noch. Wie zufrieden sind Sie generell mit der Politik von Michael Ludwig, mit der Corona-Politik? Ja, mit der Corona-Politik bin ich einverstanden. Macht er schon ganz gut.